Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Ja, Weekly Challenge gibt's leider nicht. Oder keine schöne zumindest mal. Aber naja, der Abgrund ohne Ende oder endlose Abgrund, wie es auch immer heißt, ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum halt eben hier auch was zu machen. Und ja, es ist nicht besonders schwierig. Das heißt, heute gerade beim ersten Versuch habe ich auch schon die Goldgrenze geschafft und ja, also ich kann es jedem heute empfehlen, weil 1100 Meter sind eigentlich wirklich nicht schwierig zum Kapieren, nicht zum Kapieren, zum Schaffen, ja, und ich kann es also jedem empfehlen. Gerade den Schwinger, den sollte man ein bisschen üben, aber der ist gerade heute bei der Goldgrenze da und ja, bis zur ersten Grenze hier, bis zur ersten Pause bei 250 Meter. Was ist denn heute los beim Aufnehmen? Ich weiß auch nicht. Ja, ist es eigentlich recht einfach. Von Grundregeln, die wir beim Abgrund ohne Ende behalten oder endloser Abgrund, sollten wir eigentlich Folgendes beachten. Erstens, die Looms komplett eigentlich ignorieren. Die lenken uns meistens nur ab und sorgen dafür, dass wir Risiken eingehen, die wir eigentlich so nicht bräuchten. Und dann zum Zweitens, wir haben alle Zeit der Welt und die können wir auch ohne Probleme einsetzen. Das heißt, ganz ruhig hier. Und wer jetzt Angst hat, dass er zu wenig Looms kriegt, also pro Versuch schafft man eigentlich schon so 600 bis 700 Looms. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So, wir sind schon bei der 500 Meter Pause. Und ja, es wird ein klein bisschen schwieriger, allerdings bis zur 750 Meter Pause auch noch kein großartiges Problem. Hier kommt schon der erste Quetscher. Und ja. Aber erst bei 750 wird eigentlich so das Quetschen erst richtig extrem. Und ja, aber das schauen wir uns gleich an. Hier ganz vorsichtig durch. Hier mal wieder ein bisschen Ringespielereien. Ganz vorsichtig runter. Nicht, dass es uns passiert wie dem guten Crab. Jetzt kommt hier einmal die Daumenspielereien Nummer 1. So, und wir haben die 750er und jetzt beginnt das große Quetschspiel. Das heißt, hier haben wir einmal den ersten Quetscher mit Stacheln. Gehen runter. Schon gleich kommt der zweite Quetscher hier auch wieder. So. Und wir sind bei 900 Meter. Hier schon der nächste Quetscher. Und natürlich noch ein vierter Quetscher, damit es auch wirklich jeder kapiert hat, worum es hier geht. So, wir sind bei der 1050 müsste es eigentlich sein, oder? Ach ne, 1000 Meter Marke. So, und bekommen hier auch nochmal einen ganz kleinen Quetscher. Müssen ganz vorsichtig hier durch. Einfach ganz vorsichtig seitlich spielen. Hier wieder ein Windrad. Ganz am Rand kann uns eigentlich auch nichts passieren. Hier jetzt ganz vorsichtig. Ich gehe bei den drei Schwingern eigentlich eine ganz neue Taktik. Ihr seht, das war jetzt auch die Goldgrenze. Und zwar beim ersten einen kleinen Schwung, beim zweiten einen großen und beim dritten dann einen zu späten Sprung. Und dann ist es ohne Probleme zum Schaffen. Hier haben wir schon wieder die Daumenwindungen. Ganz vorsichtig durch. Kommen jetzt in den Bereich mit den Augen. Da probieren wir möglichst schnell durch, damit wir nicht großartig hier uns zu lang aufhalten und es immer mehr werden. So. Muss ganz kurz hier gucken. Ja, auch wieder ganz vorsichtig durch. Bei den Seilen so spät wie möglich drüber springen. So, jetzt hier, wenn wir das sehen und das ist ganz kurz einen Schlag dazwischen stellen. Und dann haben wir schon 1400 Meter hier auch wieder. Wenn es einmal offen ist, dann durch. Hier so lang wie möglich im Wind sein. Und einfach ganz vorsichtig durch. Da kommen wir auch ohne Probleme dran vorbei. Der hier ist ein bisschen schwierig. Wenn wir allerdings das haben, können wir uns schön fallen lassen. So, hier auch wieder mit Schlag. Einmal drüber, haben jetzt schon 1500 Meter. Hier wieder so wenig wie möglich Zeit am Seil verbringen. So, kleiner Sprung, großer Sprung und zu später Sprung. Und dann ist es ohne Probleme zu schaffen, entsprechend. So. Der hier ist jetzt mega eklig, weil wir natürlich zu viel Zeit verbraucht haben. Hier kommen wir noch durch. Da noch ein klein bisschen. Hier. Und jetzt schnell fallen lassen, damit wir hier auch wieder rauskommen. So, ganz vorsichtig durchspringen.
Hier jetzt wieder kleiner Sprung, großer Sprung, zu später Sprung. Und dann schafft man das ohne Probleme. So, jetzt sind wir bei 1700, bei der 1800 kommt jetzt dieses eklige Teil hier mit dem Gegenschieben. Ja, ist natürlich ein bisschen, man kennt das ja von den anderen, wo es nur einmal geht, aber ja, hier auf der Ebene kommen dann halt auf einmal plötzlich zwei. So, und die Stelle hier, da zerbröselt eigentlich fast jeden. Da habe ich es noch probiert an der Seite beim ersten Mal vorbei, aber 1859 Meter. Vielleicht probiere ich es nachher nochmal. Ich möchte endlich beim Abgrund ohne Ende oder endloser Abgrund, ich sag's immer falsch, möchte ich endlich mal hier 2000 Meter, aber wir sind trotzdem Rang 7 von 227, das heißt Top 3%. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich zeige jetzt gleich noch eine Möglichkeit, wie man auf keinen Fall da sterben sollte. Und ja, danke dir vielmals fürs Zuschauen. Würde mich über ein Like freuen und einen Kommentar. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Challenge. Bis dann. Oh nein, nicht weg! Oh.